Hallo, heute kommt ein Kochvideo und zwar mit Unterstützung von der Skondo App, die ich euch gleich nochmal genauer erkläre und mit Hilkona. Hilkona hat so ganz coole Veggie-Pfannentaler für verschiedene Sorten rausgebracht und wir testen die. Heute gibt es bei uns einmal italienische Art und einmal mexikanische Art und dazu machen wir dann Pellkartoffeln mit Tzatziki und Gurkensalat. Den Tzatziki, den habe ich euch auch gefilmt, den schneide ich irgendwo mal hier in das Video mit rein, weil das ein bisschen chaotisch heute ist. Aber ja, die beiden testen wir jetzt. Das sind jeweils zwei so Taler, die man auch super wohl auf den Grill schmeißen kann. Und ja, auf der Hilkona-Seite selber gibt es wohl auch verschiedene Rezepte, die man machen kann mit diesen Talern, wie Burger oder so. Also ganz coole Idee. Und ja, das werden wir jetzt mal machen. Und dann könnt ihr jetzt erstmal die Skondo-App euch angucken, wie das funktioniert. So, jetzt erkläre ich euch mal kurz die Skondo-App. Die habe ich hier drauf. Klickt ihr die an und dann habt ihr hier die ganzen Deals. Hier oben könnt ihr einfach auch einen beliebigen Kassenbon abfotografieren. Dann bekommt ihr 50 Cent Guthaben. Dann hier unten sind die ganzen Deals, zum Beispiel Bresso Antipasti-Dinger, wo ihr dann 50 Cent spart, dann geht ihr halt runter und hier unten könnt ihr dann euren Kassenbon fotografieren, womit ihr das dann eingekauft habt und dann ja, klickt ihr an die Menge und macht davon dann halt ein Foto und dann habt ihr, ich zeige euch das jetzt mal bei mir, hier oben Kontostand, aktuelles Guthaben 50 Cent. Bereits gespart und ja, weil ich halt genau Kassenbons habe ich hier einmal einen abfotografiert und dann könnt ihr das Guthaben quasi da sammeln und ab 4 Euro könnt ihr das Guthaben euch aufs normale Bankkonto, PayPal-Konto einfach auszahlen lassen und ja, finde ich eine ganz coole Sache. Jetzt kommen wir nochmal zu den Deals. Die haben auch immer so Themenwochen, zum Beispiel vegetarische Themenwoche und dann gibt es da halt viele Sachen, die man halt ja, finden kann. Zum Beispiel hier härter vegetarischer Genuss, kann man den Deal freischalten, den Promo-Screen. Oder wie ich jetzt gemacht habe, sind diese Hilkona Veggie-Pfannentaler. Und jetzt, wenn ihr den Deal jetzt freischaltet, dann spart ihr 1,50 Euro. Müsst ihr halt auch deinen Kassenbon abfotografieren und die Stückzahl anklicken und dann habt ihr das in eurem Warenkörbchen, womit ihr dann nachher dann eure ja, euer Guthaben auszahlen lassen könnt. Weil das Grillsortiment dann ja, diese Manna-Kekse, die lieben wir ja im Moment total. Die sind jetzt hier 50% sparen. Und hier unten steht dann halt die Beschreibung immer noch. Und dann ist auch noch, wo man das kaufen kann. Und wie lange der Vorrat reicht. Weil es ist immer nur so eine bestimmte Stückzahl übrig für diesen Deal. Und ja, dann müsst ihr auch unten einfach wieder den Kassenbon abfotografieren, hier oben die Stückzahl anklicken und ja, so einfach ist das. Dann gibt es auch noch Kassenbon-Gewinnspiel, Philadelphia, L'Oreal, also die haben wirklich einige Sachen, die ihr da Cashback-mäßig dann abfotografieren könnt und genau. Ich gucke mal, also Konto und dann geht ihr hier unten auf Auszahlungen. Und dann ist aber noch nichts. Und genau, ihr könnt auch noch eure favorisierten Supermärkte anklicken. Moment, Deals. Und dann klickt ihr hier oben Umkreis an. Und dann sind halt die, könnt ihr eure favorisierten Supermärkte im Umkreis anklicken. Und dann, wenn ihr einkaufen seid oder in der Nähe vom Supermarkt, dann zeigt er euch die Deals an, die da gerade verfügbar sind. Ja, hier könnt ihr anklicken, was er euch vorne auf der Startseite anzeigen soll.
Ja, jetzt gucke ich gerade mal. Ich habe es gefunden, das ist weiter unten. Und zwar ist hier unten Guthaben auszahlen. Und dann steht hier, Auszahlung ist erst ab einem Guthaben von 4 Euro möglich. Du kannst dein gesammeltes Guthaben auf dein Bankkonto, dein PayPal-Account oder auf das Bärenherz-Spendenprojekt transferieren. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Wenn man halt was Gutes noch tun möchte, dann kann man das halt spenden oder halt, wie gesagt, einfach auf sein Konto gut schreiben lassen. Ja, finde ich ganz cool. Und ja, jetzt werde ich mal mit den Veggie-Fantala was Leckeres kochen. So, als erstes bereite ich den Tzatziki vor. Das brauchen wir nicht. Dann nehme ich gerne griechischen Joghurt. Halt eine Schüssel. Dann kommen so nach Belieben 2-3 Knoblauchzehen rein. Dann ist hier ein Stückchen geriebene Gurke, also Salatgurke. Das wird dann gleich noch ausgedrückt wegen der Flüssigkeit. Die verlieren ja immer sehr viel Wasser. Dann Pfeffer und Salz habe ich jetzt hier noch nicht stehen. Ja, und das sind halt so die Zutaten für den Tzatziki. Und das wird jetzt alles zusammengemischt. Und dann muss der erstmal ein bisschen ziehen. Jetzt fertig. Jetzt kommt dann der Deckel drauf und dann kann er noch schön durchziehen. Und ja, mein Mann hat parallel Gurkensalat gemacht. Da kann ich auch noch mal ein extra Video zu machen, weil ihr auch gefragt habt, wie der gemacht wird. Und ja, das ist halt jetzt der schnelle, einfache Tzatziki. Aufgetischt. Ich habe auch schon ein Stückchen probiert von dem Italienisch. Italienisch ist das. Richtig, richtig lecker. Ich kann auch mal einen Live-Geschmackstest machen. Und mit Tzatziki. Richtig, richtig lecker. Und ich glaube, wir werden damit mal Burger probieren, ne? Wie der Tzatziki gemacht wurde, habe ich euch ja auch gezeigt. Kann ich euch das Rezept nochmal unten in die Infobox posten. Und wir werden jetzt essen. Dann bis zum nächsten Mal.